guten Morgen. Heute möchte ich euch einmal etwas über Binder erzählen. Einige von euch wissen sicherlich, was damit gemeint ist. Das kommt häufig in meinen Videos vor. Und ich bekomme ganz viele Anfragen, was ist das eigentlich? Viele haben auch schon versucht, das im Geschäft, im Fachgeschäft zu bekommen und sind da auf ziemlich viel Unverständnis, Unwissen gestoßen. Da selbst in einigen Fachgeschäften, was mich allerdings sehr wundert, diese Substanz nicht bekannt ist. Binder ist eigentlich ein Bindemittel, das in allen üblichen Acrylfarben drin ist. Denn die Acrylfarben bestehen zum einen aus einem pulverförmigen Pigment. Und dann aus Wasser. Deswegen sind sie auch wasserlöslich. Und wenn man jetzt nur das Pigment und das Wasser vermischen würde, dann würde nach dem Trocknen, das Wasser ist verdunstet, nur das Pulverpigment übrig bleiben. Und das verteilt sich natürlich wie so ein Pulver halt auch irgendwann wieder in der ganzen Umgebung und haftet nicht auf dem Papier, auf dem Bildgrund oder auf der Leinwand. Also muss man dem Pulverpigment plus dem Wasser noch irgendetwas hinzugeben, was die Sache zusammenklebt und auf dem Untergrund festklebt. Und das ist der Acrylbinder. Was das jetzt chemisch ist, kann ich euch auch nicht sagen. Ich bin kein Chemiker. Es ist so eine Art Klebstoff, ein Acrylat. Und das ist im Prinzip auch dieser Binder, den man auch einzeln bzw. ohne irgendwelche Pigmente kaufen kann. Und man kann natürlich mit diesem Binder, ich zeige euch den jetzt mal, ich fülle mir den immer so ein bisschen ab, weil ich kaufe den halt im großen Gebinde. Man kann aber auch kleine Mengen kaufen im gut sortierten Fachhandel. Und dieser Binder, der sieht so aus wie Leim. Der ist weiß und wenn er trocknet, wird er genauso wie Holzleim, wird er durchsichtig. Wenn man diese Eigenschaft weiß, die der Binder hat, kann man sich jetzt auch irgendwie erklären, warum die Acrylfarben nach dem Trocknen dunkler werden. Wenn die Acrylfarbe noch feucht ist, also aus der Tube oder noch nicht getrocknet, dann ist der Binder, der da drin ist, ja weiß. Und weiß hält eine Farbe auf. Der Binder wird nach dem Trocknen klar. Und dadurch verschwindet dieser Weißanteil in der Farbe und die Farbe wird dunkler. Also alle Acrylfarben dunkeln während des Trocknens oder nach dem Trocknen etwas nach. Das ist aber nur ein Effekt am Rande. Der Binder ist also in den Acrylfarben schon drin. Warum brauche ich den dann eigentlich? Man kann damit ganz verschiedene Sachen machen. Ich könnte zum Beispiel zu dieser normalen Acrylfarbe mehr Binder hinzufügen. Also ich nehme mir einen Teil ab und nehme etwas mehr Binder dazu und vielleicht auch noch etwas Wasser dazu, dann verlängere ich praktisch diese Farbe. Das heißt, die Pigmentpulverteilchen sind nicht mehr so dicht und die Farbe wird transparenter. Also so kann man auch aus einer nicht transparenten Farbe eine transparente Farbe machen, indem man sie mit Binder plus eventuell Wasser verdünnt. Und der Binder sorgt dann dafür, dass selbst ein ganz stark verdünntes Farbbindergemisch, Farbwassergemisch, immer noch auf der Unterlage, auf der Leinwand oder auf dem Papier haftet. Also er verbessert die Haftung, er ermöglicht eine Transparenz herzustellen und
Er vermittelt auch einen gewissen Glanz. Ja, das zu der einen Eigenschaft des Binders. Ich sagte schon, der klebt eigentlich auch die Pigmentteilchen gut fest auf dem Untergrund. Und diese klebende Eigenschaft ist die zweite Möglichkeit, den einzusetzen. Und zwar, wenn ich eine Collage herstelle, dann kann ich mit dem Binder die Collageteile, das heißt also die Papierstücke oder auch vielleicht kleinere Gegenstände, auf dem Untergrund festkleben. Er ist so etwas wie Leim. Ja. Und das ist halt die zweite Eigenschaft, dass es sehr gut klebt. Und ich benutze den Binder dann auch noch, um Papiere zu versiegeln. Ich benutze zum Beispiel häufig günstiges Zeichenpapier, Zeichenkarton. Und der würde natürlich, wenn ich damit sehr viel Wasser und Acrylfarbe und kräftigen Pinselbewegungen drauf arbeite, würde das Papier eigentlich aufrauen, aufribbeln und im schlimmsten Fall natürlich auch Löcher bekommen. Und wenn ich jetzt dieses dünne Papier erst einmal mit einer Lage aus etwas Binder und etwas Wasser bestreiche, gut trockne, dann hat dieses Papier oder dieser Untergrund eine Versiegelung. Das heißt, wenn ich nachher wässrig darauf arbeite, dringt das Wasser nicht mehr so in das Papier ein und kann es nicht aufweichen. Das ist der Grund, warum ich zum Beispiel ein Papier mit Binder zuvor versiegle. Diese Eigenschaft mache ich mir dann auch für viele meiner Techniken zunutze. Wenn ich also eine farbige Schicht anlege und möchte diese farbige Schicht zunächst mal schützen, versiegeln, dann tue ich das mit einer Mischung aus Binder und Wasser ungefähr im Verhältnis, 1 zu 1 verdünne ich den Binder, so in etwa, dass er streichfähig ist. Und wenn ich diese Fläche dann mit einer weiteren Lage Binder versiegelt habe, dann kann ich eine weitere Farbschicht nach dem Trocknen obendrauf auftragen und kann ruhig auch kräftig in diese Farbschicht hineinkratzen oder Farbe wieder wegkratzen. Ich kann Farbe wegwischen. Und trotzdem wird diese versiegelte Farbe, die unten drunter ist, davon nicht beeinträchtigt. Das heißt, meine Möglichkeiten, mit der Farbe, mit der Acrylfarbe zu spielen, erweitere ich dadurch. Es ist also praktisch eine Schutzschicht, die ich mit dem Binder zwischen zwei Farblagen bringen kann.
So, ich glaube, das war schon ganz viel Information. Und noch ein bisschen zu der Frage, wo bekomme ich denn Binder? Ich habe gehört, dass es in vielen Fachgeschäften nicht bekannt ist oder nicht gut zu bekommen ist, dass Sie das erst bestellen müssen. Schaut euch einfach mal im Netz um und googelt einfach mal Kunst, Fachhandel, künstlerischer Kunstbedarf, Fachhandel oder die Art, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, weil ich keine Werbung machen möchte. Und dann werden verschiedene Anbieter kommen, bei denen ihr da sicherlich auch fündig werdet. Oder googelt einfach Acrylbinder und dann wird wahrscheinlich auch irgendwas kommen, also ein Angebot, wo ihr den bestellen könnt. Also ich für meinen Teil finde den Binder für meine Malerei sehr wichtig. Man kann viele Sachen auch nur mit Wasser machen, okay, Verdünnungen und sowas, aber der erweitert einfach die Möglichkeiten. Und im schönsten Fall könnt ihr natürlich auch eigene Farben damit herstellen, nicht nur aus gekauften Pigmenten, sondern einfach aus Ruß beispielsweise mit Wasser und Binder vermischt, ergibt eine Farbe. Oder nehmt euch einfach mal eine schön gefärbte Erde, die ihr mit Wasser so ein bisschen anteigt, gebt dem Ganzen ein bisschen Binder dazu, dann habt ihr eine selbst hergestellte Erdfarbe, die natürlich sehr körnig ist, aber in bestimmten Bildern auch ganz toll wirkt. So, und das war jetzt ganz viel Tipp und jetzt wünsche ich euch einfach viel Spaß beim weiteren Mal, viele kreative Stunden und ja, schaut immer mal wieder rein auf meinen Kanal. Tschüss!